Ich tue, was ich tue, wegen meines Vaters. Er gab sein Leben für die Suche nach neuem Wissen. Denn da oben wird unsere Geschichte erzählt. Der Kinocast. Hallo und herzlich willkommen zum neuen Kinocast. Hallo Chris. Einen wunderschönen guten Tag. Guten Tag. Wollen wir anfangen hier wie bei den Oscars hier. Was hast du heute an? Was trägst du? Ne? Fragt doch Stephen Gatchen immer die Leute. Ja, ja, also ich trage in der Tat gerade ein T-Shirt mit Rick vorne drauf. Ah. Time to get riggedy riggedy wrecked steht drauf. Und eine Shorts mit Donald Duck drauf. Ich trage ein T-Shirt, da ist Gandalf drauf. Sagt ihr das? Ah was? Ja, das habe ich auch. Genau. Gandalf habe ich auch. Ich dachte, du sagst vielleicht sogar dasselbe, weil das war in der neuen Lootbox drin. Ja, richtig. Den Gandalf habe ich aber auch, ja. Ja, und liebe Hörer, wir haben nicht nur Sachen an, sondern wir haben auch Filme mitgebracht. So ein Glück, dass wir nicht nur Sachen haben. Ja, sonst, normalerweise wird hier nackt gepodcastet, aber heute mal mit Sachen. Nein. Zuerst sollten wir vielleicht noch erwähnen, welcher Film vergangenen Montag in der Sneak Preview kam. In der Sneak Preview kam der wunderbare Film wohl, Die Misswahl, der Beginn einer Revolution. Mit Und warum Keira sagen wir das jetzt Knightley. So? Weil wir beide nicht waren. Ne? Mit Keira Knightley, ne? Wie heißt da die Misswahl? Mal gucken, worum es da geht. Da geht es um eine Misswahl in England und zwar im Jahr 1970, also vor 50 Jahren, wie ich vorbereitet bin. Ne? Und die starten da wirklich so eine kleine Revolution, was das angeht mit diesen ganzen Misswahlen. Weil es die erste Misswahl war oder weil irgendwas Besonderes da war in der Misswahl? Nein, weil sie einfach da gegen das ganze System sich aufgelehnt haben. Ah, hier steht, im Vorfeld gab es Proteste, weil für Südafrika zwei Kandidatinnen zur Misswahl zugelassen waren, eine schwarze und eine weiße. Ah. Um die TV-Ausstrahlung zu verhindern, explodierte später sogar eine Bombe unter einem BBC-Übertragungswagen. Aha, während der Show warfen feministische Aktivisten 4 Mehlbomben und störten generell die Show. Ah, interessant. Oh, Originaltitel ist übrigens Misbehavior, also Fehlverhalten und im Deutschen die Misswahl. Aber halt auch schön Misbehavior, ne? Ja. Finde ich gut. Gut, also den haben wir nicht gesehen, aber du hast gehört, der ist gut oder wie musste ich da... Ja, also das von dem, was ich so gelesen habe, so die Kritiken im Netz und auch so ganz gut und wenn ich in unsere Metropolsneak-Gruppe bei Facebook schaue, die schlechteste Bewertung sind 5 Punkte, von 5 bis 10 alles dabei. Ja, das Gros verteilt sich auf 7 und 8, würde ich sagen. Ja, deswegen. Und eine sogar 10 Punkte gegeben. Ja, schon mal. Sieht nach einem guten Film aus. Auch gut für die Sneak, schätze ich mal. Gute Produktion. Das hat Keira Knightley wieder mal, ne? Ja. Und keine bayerische Filmförderung und sowas. Tja. So, dazu haben wir jetzt nicht so viel zu sagen zu diesem Film, aber wir haben leider nicht. Genügend leider nicht andere wieder. Filme mitgebracht. Wie lautet denn der Tipp für morgen? Der Tipp für die Sneak 1059 am 21.09.2020 lautet Good or Bad. Ja, und es gibt einen Tipp. Ja, da habe ich heute früh mal einen Tipp dagelassen, weil ich gesehen habe, da hat überhaupt noch keiner getippt. Nämlich brave Mädchen tun das nicht, weil ja, wegen gutes Mädchen, böses Mädchen oder so, vielleicht passt es ja. Es gibt noch ein paar andere Filme, die passen könnten, aber wenn hier keiner sich die Mühe macht, außer mir, dann tippe ich auch nur ein. Ja, du bist toll. Danke. So, also mal sehen, ob der morgen kommt. Ich glaube, morgen könnte es klappen mit Sneak Preview und dann schauen wir doch mal, was wir noch so geguckt haben. Wir beide haben den Film gesehen, Ad Astra. Ad Astra. Ein Film mit Brad Pitt in der Hauptrolle, der auch mit produziert hat. Und James Gray hat den Film gedreht und ich habe ein bisschen noch so zu der Vorgeschichte gelesen, das lag wohl, oder die haben wohl schon sehr lange versucht, das ganze Ding irgendwie zu filmen, irgendeiner Filmfirma anzudienen und so, das hat alles nicht so richtig geklappt, deswegen das lag wohl sehr, sehr lange irgendwo auf Halde, der Film. Und es geht, oder das Ganze spielt so ein bisschen in der Zukunft, es ist ein Science-Fiction-Film und handelt davon, dass die Menschheit hat wohl schon mehr oder weniger unser Sonnensystem
ja, so ein bisschen erschlossen. Also es gibt so Basen auf dem Mond, auf dem Mars und so weiter, um dann eben auch noch weiter zu reisen zu den Sternen von dort aus, also außerhalb des Sonnensystems. Und Brad Pitt ist so ein Astronaut, der an so einer internationalen Raumstation arbeitet, und da geht ein bisschen was schief und er fällt irgendwie auf die Erde zurück und wird dann auch zu so einem Termin gebeten. Da wird ihm dann gesagt, dass dieser Unfall, der da passiert ist auf dieser Raumstation, wo er dann auch irgendwie gerade noch so überlebt hatte, dass der wohl damit zu tun hat, dass in einer entfernten, oder war es beim Neptun, ne? Beim Neptun gab es irgend so eine Neptun. Eruption, so eine ganz bestimmte. Genau. Wo gesagt wird, okay, das könnte sein, dass es damit zusammenhängt, weil dass da irgendwo noch das Raumschiff ist, wo sein Vater damals, der als verschollen gilt, sein Vater dort irgendwie unterwegs ist. Und die haben wohl so ganz bestimmte Teilchen, ich weiß, ich krieg's nicht mehr genau zusammen, was das jetzt genau war, irgendwelche Teilchen da ausgestoßen, was sich dann mit den Gasen von den Planeten mischt, was dann daraus irgendwie diese Welle da ergeben hat, so einen Energiestoß, der dann durch die Galaxie ging. Und man beauftragt ihn dann, er soll auf den Mars fliegen, um von dort aus eine Nachricht aufzunehmen, die dann wiederum gesendet werden soll, weil er sein Vater quasi überreden soll, falls er noch lebt, ja, eine Nachricht für seinen Vater, dass er doch mal Kontakt aufnehmen soll, denn irgendwie, man nimmt an, dass das Schiff noch da draußen ist, man hat auch so, ja, eben rausgefunden oder nicht direkt rausgefunden, also man vermutet sehr, sehr stark, dass dieses Schiff noch existiert, weil das eben diese Teilchen dort ausgestoßen wurden. Und dadurch, dass aber keiner mehr zurückfunkt von diesem Schiff, soll halt sein Sohn Brad Pitt mal eine Nachricht aufnehmen und zu seinem Papa dahin telefonieren und sagen, hier, melde dich mal, auf gut Deutsch gesagt. Ja. Und das macht er dann auch, was jetzt alles so ein bisschen so wie hoppla hopp klingt, nimmt bei dem Film eigentlich sehr viel Zeit ein, also bis er erstmal in das Raumschiff steigt. Liv Tyler spielt irgendwie seine Frau, die dann immer ja, mal... Die sagt, glaube ich, nicht einen Satz, kann das sein? Na doch, die sind ja über Videotelefonie, erzählt sie ja immer mal was und sie meldet sich ja dann. Und stimmt. Weil er jetzt doch wieder... Verwechselst du das gerade mit Armageddon? Nein. Nee, das war doch hier auch. Und ja, er reist dann halt erst auf den Mond und muss dann erstmal auf diese abgewandte Seite des Mondes, weil dort die Startrampen sind. Wir erfahren dann auch so, gibt es da so politische Konstellationen auf dem Mond, wer da mit wem und irgendwelche Piraten und sonst was. Da ist noch reichlich Action dabei und ja, dann vom Mond aus weiterreisen zum Mars und ja, dann vom Mars aus. Gut, will ich mal jetzt nicht verraten, wie es dann weitergeht, aber er soll dann irgendwann mal so ausgebotet werden, dass er da nicht mitfliegen soll auf diese Mission zu seinem Vater, die dann irgendwann mal gestartet werden soll. Und er versucht das dann natürlich trotzdem irgendwie einen Platz auf diesem Schiff zu bekommen. Und da geht auch noch einiges schief und wildeste Verwicklung. das Ganze fand ich, also ich habe verheerende Kritiken gelesen zu dem Film. Also ich da auch. Reicht von gähnender Langeweile bis irgendwas. Vielleicht, weiß nicht, wenn man da ins Kino geht und vielleicht vom Trailer, ich habe jetzt den Trailer überhaupt nicht mehr im Sinn gehabt, muss ich sagen. Ich habe nur gedacht, weil der jetzt auf Sky lief, ich gucke mir den mal an hier und auf dem großen Fernseher, das sieht schon gut aus. Und war angenehm überrascht. Also ich mochte sehr so die Atmosphäre auch, diese Bedrohlichkeit. Da war viel so ein bisschen vom Marsianer drin, so dieses auf sich allein gestellt sein, Lösungen finden und auch diese, ja, wenn halt was schief geht im Weltall, dann bist du halt gleich hops. Ne? So, das war halt auch sehr, sehr häufig spürbar. Definitiv, ja. Ich fand das richtig großartig, weil es ganz am Anfang ja noch so Szenen auf dem Mond gibt und halt alles, was dann draußen passiert im Weltall. Und es wird einfach, wenn du die Musik im Hintergrund nicht hättest, es wäre so totenstill, wie es eben auch ist, weil ja nicht wirklich was passiert. Nur dann wieder, wenn sie reinschalten quasi in die Raumanzüge oder sowas, dann kriegst du da so ein bisschen Panik oder irgendwas mit oder Anstrengung mit. Und das finde ich unfassbar gut. Das hat mir unglaublich gut gefallen, weil das wirklich so zum einen Punkt ein Stück weit bedrückend gewirkt hat und zum anderen unglaublich schön auch, weil es relativ stimmig ist und auch relativ stimmig war. Und was ich auch extrem toll fand bei dem Film, also klar, die Story hat
Löcher und Loopholes ohne Ende. wie lange braucht die Reise bis zum Neptun? 12 Jahre? Oder so lang? Die haben ja da so einen speziellen Antrieb bei diesen, ja, richtig, wo sie dann vom Mars aus starten wollen. Ja, richtig, ja, aber vom Neptun auch zurück brauchst du ja auch nochmal 12 Jahre oder sowas. Da sind bestimmt die mit Raumfahrt noch ein bisschen besser vertraut sind wie ich, wahrscheinlich etwas firmer, definitiv sogar. Nur was ich neben dem Klang, dem Sound oder dem nicht vorhandenen Sound extrem toll fand, wie du es auch schon gesagt hast, es waren so Bilder, diese Bilder, wo da entstanden sind und die Farben, mit denen der Film gespielt hat, das fand ich unglaublich stark. Und auch kein großes Drama mit wirklich Wechseln von hell zu dunkel. Du wusstest immer, wo ist jemand? In welchem Gebiet hält man sich wirklich auf? Und einfach stark. Ich fand es einfach richtig, richtig cool gemacht. Und das hat bei mir so ein bisschen über die Löcher in der Story echt hinweggeholfen. Weil ich echt dran saß, so, puh, kann man so mal drehen, kann man so mal machen, kann man so am PC mal erstellen, ist dann aber auch richtig geil. Ich mochte das auch, dass der Film so ein bisschen diese Nebenquests dann so aufgemacht hat, ne? Wie zum Beispiel dann auf dem Mond, wo sie dann irgendwie so von A nach B müssen, wo dann doch noch einiges passiert. Und ja, so diese ganzen Geschichten, ja, die eigentlich jetzt mit der Hauptgeschichte eigentlich gar nichts zu tun haben, aber die einfach sehr, sehr gut gefilmt waren und sehr spannend waren auch teilweise. Und das mochte ich sehr, auch so diese, ja, dass es nicht so ein Nonsens war, wie manchmal sonst bei Science Fiction, wenn die dann, was weiß ich, steigen die auf der Erde da ein, machen einmal wupp und dann sind sie irgendwo ganz woanders, und sondern dass sie halt wirklich hier sich so durchhangeln müssen durchs Sonnensystem. So erstmal da auf dem Mond, dann von da aus zum Mars und so weiter, dass es eben nicht in einem Rutsch irgendwie geht, und dann auch die Art, wie so die Architektur auf den jeweiligen Planeten oder nicht Planeten, also Mond zum Beispiel, auch Himmelskörper, sag mal so, auf dem jeweiligen Himmelskörper war, das fand ich schon, ja, irgendwie passend. Also es war jetzt nicht so, dass ich dachte, oh, völlig Banane, dass sie da was sich irgendeine riesige Glaskuppel oder sowas hätten oder irgendwo, was vielleicht schön aussehen würde für einen Film. Aber würde dir jeder sagen, das macht überhaupt keinen Sinn, sowas zu bauen. Ja. Und ja, da siehst du halt irgend so eine trutzige Betonarchitektur hingerotzt mit irgendwelchen, wo keiner darauf geachtet hat, dass es irgendwie schön aussieht, sondern eher praktisch. Und genauso wird es dann halt wahrscheinlich auch sein, wenn da irgendwo, was weiß ich, der Mars irgendwie bewohnbar gemacht wird oder eine Basis gebaut wird, wird eben nicht darauf geachtet, dass es alles irgendwie besonders schön aussieht oder irgendwas. Einfach so, ey, das muss uns davon abhalten, da zu sterben. Ja, das, da muss jetzt nicht der Putz ja alles schön glatt sein oder irgendwas. Das fand ich echt gut, auch so. Ja, viele Szenen drin, die so ein bisschen fragwürdig waren. Wie, zum Beispiel, wie hat er manche Sachen so ganz alleine geschafft? Ja, wo du normalerweise eine ganze Crew brauchst so, und lauter so eine Dinger. Aber es war halt so angenehm mysteriös, dass man sich gefragt hat, so, na, was ist denn da jetzt nun? Ne? Wie geht das jetzt? Und was steckt denn da jetzt dahinter und so? Oder hat er vielleicht alles, träumt er alles nur? Oder was ist denn da jetzt? Oder ja, also stimmungsmäßig so Gravity, da war irgendwie alles ein bisschen drin, so düster, Marciano. Ja, richtig, aber es war gut. Ja, es war gut. Fand's, mir hat es echt gefallen. Ich fand es auch gelungen. Vielleicht ist es doch ein Film für die Couch zu Hause, weil der Film lief ja sogar in IMAX-Kinos. Aber da, wenn ich so die Kritiken lese, die es im Kino gesehen haben, die lassen da nicht viel Gutes dran. Die sagen zwar ja schöne Bilder, aber sonst eher Langeweile. Ich mochte das eigentlich, dass es eher so ein bisschen ruhig war und dass man mal in Ruhe so die Bilder anschauen konnte. Und ja, und das ist das, diese Bilder, die haben einfach die Bilder wirken lassen und das fand ich gut. Das hat mir gut gefallen. Ja, und halt keine Piu-Piu-Laserschlachten oder irgendwas, sondern also ich gebe diesem Film Ad Astra tatsächlich 8 Punkte, was ich nicht gedacht hätte. Ich dachte auch, lässt mal hier so laufen, guckst mal so und bin ich bei dir. Bin ich bei dir, weil mir, wie gesagt, sehr gut gefallen hat. Die Löcher in der Story, um Gottes Willen, brauchen wir nicht drüber reden. Also, das tat mir schon teilweise ein bisschen weh, aber ist ja Zukunft. Aber ich fand es übrigens noch ganz kurz am Anfang, dieser Freefall dann, oder dieser Freefall Tower, diese Riesenantenne ins Weltall, fand ich gar nicht mal so abwegig. Ich glaube, sowas könnte es vielleicht schon mal geben. Und das hatte ja schon was hier von Felix Baumgartner, ne? Mit
Ja. Mit der, aus der Kapsel hüpfen oder sowas. Und deswegen, das fand ich auch cool. Also das waren ganz arg viele coole Ideen, gut aufgegriffen. Der Film rennt nicht durch die Story durch, sondern läuft in einem angenehmen Tempo, wenn man sich überlegt, mit wie viel Tempo das außenrum alles passiert. Und so viele schöne Sachen einfach, deswegen auch von mir 8 Punkte. Sehr gut. Okay, dann mache ich mal einen Film ganz kurz, weil wir den schon besprochen hatten in Folge 569, ist also schon eine Weile her, am 2. Juni 2019. Boah. Da hatten wir den Film Glass schon mal besprochen, den hattet ihr beide im Kino gesehen gehabt. Ja. Ich habe den jetzt auch mal geguckt gehabt. Ins Kino hat es mich da nicht so richtig gezogen und habe den jetzt auf Sky nachgeholt. In Glass bringt quasi diese ganze Geschichte von Unbreakable und Split hieß er, glaube ich. Ja, Miss Split. Was gab es da noch? Gab es da nicht noch einen dritten? Weiß gar nicht. Führt das irgendwie so zusammen und bringt das zu Ende? Ich schau mal nicht. Ach nee, mehr. Quatsch. Nee, gab nur die zwei. Weil David Dunn, gespielt von Bruce Willis, und Elijah Price, gespielt von Samuel L. Jackson, die sind ja in einem Film zusammen. Ja, Trilogie, genau. Ne? Ja, eben. Ja. Die sind ja in dem Film quasi zusammen bei Unbreakable, wo es darum geht, dass Samuel L. Jackson, der Glasknochen hat, Bruce Willis kennenlernt, der nahezu alles überlebt, so ein Zugunglück und sonst was alles. Und er findet das dann raus, also Samuel L. Jackson findet es raus, dass er quasi das hat und sieht das so als sein Gegenspieler, wie so im Comic. Und er ist selber auch Comic-Buchhändler, Samuel L. Jackson in dem Film. Und ja, irgendwann erkennt dann auch Bruce Willis, wie es ihm tatsächlich geht. Und in dem Split war es halt so, dass wir Kevin Wendell Crump kennengelernt haben, gespielt von James McAvoy, der multiple Persönlichkeiten in sich trägt, so, und die immer mal wieder rauskommen und auch Leute, Personen entführt und dann mit verschiedenen Personen. Manche, die kämpfen dann auch miteinander, manche von seinen Persönlichkeiten, manche wollen Schlimmes antun, manche wollen die Person freilassen und so weiter. Und das Ganze gipfelt jetzt in diesem dritten Teil in dieser Reihe, die nennt sich Glass. Und hier kommen die drei Figuren zusammen. Alle sind dann irgendwie in so einer Art Irrenanstalt, die dann auch so, ja, so eine Gruppentherapie machen sollen. Da gibt es die eine Frau, die ganzen betreut, die Ärztin. Und ich fand es ein bisschen lahm. Boah, es war so, gerade so die ganzen Gespräche. Und es hätte es meines Erachtens nicht wirklich gebraucht, diesen Film. Glass. Was war deine Erwartung an den Film? Fragen wir doch mal so rum. Ja, ich hätte schon erwartet, dass die, sag mal, in Anführungszeichen in freier Wildbahn jetzt, dass das Ganze irgendwie weitergeht, dass vielleicht sich ein paar Leute zusammentun und gegen den Dritten kämpfen oder umgekehrt und dass halt das Ganze in freier Wildbahn passiert, aber diese ganzen Gruppentherapiegespräche, das war ja sowas von lame und auch am Anfang, dass die alle da in diesem Ding drin waren mit diesen fragwürdigen Sicherheitsvorkehrungen, wo man schon wusste, okay, die kommen doch irgendwie mal raus da, also das kann doch nicht so bleiben, weil da gibt es dann so eine Szene, da sind dann plötzlich mal beide Türen offen, die sehen sich gegenseitig und da weißt du genau, okay, jetzt wo sie wissen, dass sie quasi nur einen Steinwurf entfernt sind. Ne? Ansonsten, ja, gut gespielt war es schon irgendwie und auch gute Darsteller, aber es hat mich überhaupt nicht, kein bisschen war das irgendwie spannend, nicht wie Ad Astra oder so, wo ich dann teilweise auch bei den ruhigen Szenen dachte, oh, das ist jetzt irgendwie ziemlich intensiv. War hier gar nicht. Ich habe dann irgendwie so, habe dann teilweise überlegt, gucke ich es jetzt noch weiter oder mache ich es aus? Weil irgendwie war es mir dann auch egal, was dann passiert. Und die ganzen Persönlichkeiten von James McAvoy, die haben irgendwie genervt, so, ja, ständig hat jemand neu. Na, wo ich dann so gedacht habe, ja, ist ja nett, ich weiß ja, der kann das, ja. Und dann, kam wieder noch ein neuer. Und dann hatten die so ein Blitzding bei ihm da installiert, wo dann immer neue irgendwie getriggert werden. Und, nee, das war mir alles nicht so. Ich hätte mir dann lieber eher noch so einen ruhigen Unbreakable-Film gewünscht mit Samuel L. Jackson und Bruce Willis zusammen vielleicht. Ja, aber gut. Also von mir, was habe ich hier stehen? 5 Punkte. 5 Punkte nur, genau, ja. Ja, aber dann bist du, glaube ich, ein bisschen auch mit falschen Erwartungen in den Film reingegangen. Ja, mag sein. Schade, dass du uns damals nicht so zugehört hast, als wir ihn besprochen haben. Ist ja schon eine Weile her. Das kann man jetzt.
dass ich das jetzt nicht noch alles parat hatte, was ihr damals so erzählt habt. Wie, du hast das nicht alles parat? Ich gehe nur davon aus, dass du das alles weißt. Nee, ich habe nur gesehen, oh, der läuft hier auf Sky und habe gedacht, ach, den wolltest du eh mal gucken. Habe mich ein bisschen gewundert, dass der jetzt erst läuft, weil ich dachte, der müsste eigentlich schon längst irgendwie, normalerweise geht es ja schneller gefühlt, dass die auf Sky dann laufen. Aber naja, ihr habt ja auch nicht so viel mehr Punkte gegeben, wenn ich mich da so... Das ist schon richtig, ja. 2, 4, 6, 7. Aber gut, so ist halt. Ja. Möchtest du denn den nächsten Film vorstellen? Den haben wir ja auch beide gesehen. Ob ich das möchte, sehr gerne sogar. Aber jetzt kommen wir zu einem richtigen kleinen Fest. Und zwar habe ich mir auf Sky diese Woche noch, genau wie der Erik, lustigerweise, und wir haben uns nicht abgesprochen, ich wollte ihn eigentlich damit überraschen, habe ich das vorher gesehen, haben wir beide... Ja, ich dachte, ich überrasche dich. Haben wir beide Jumanji The Next Level geschaut. Also Jumanji 2, The Next Level. Die Fortsetzung, oder vielmehr der zweite Teil des, wie ich fand, dann doch überraschend guten Jumanji-Remakes mit Dwayne The Rock Johnson, Kevin Hart, Jack Black, Karen Gillan, Awkwafina, Nick Jonas und wie sie alle heißen. Danny DeVito, Danny Glover, nicht zu vergessen jetzt in dem neuen Teil. Und es ist, wie es eben sein sollte, wir treffen ganz zu Beginn wieder die Figuren aus dem ersten Teil. Spencer, der so ein bisschen sein eigenbrödlerisches Leben wieder hat. Dann wollen die Freunde ein Wiedersehenstreffen vereinbaren. Und er reist nach Hause, trifft da seinen kranken, gebrechlichen Opa Danny DeVito, also Eddie. Und ich mag Danny DeVito so. Der spielt so geile Rollen. Einfach dieser alte, schrullige, das passt so perfekt zu dem. Und Danny DeVito bekommt Besuch von seinem alten Freund Milo, weil der ihm irgendwas sagen möchte und was weiß ich. Und wie es halt so ist, Spencer schraubt nochmal an dem Jumanji herum, an dem Computerspiel, und tada, alle werden wieder reingezogen. Alle? Nein, nicht alle, sondern fast alle. Also nicht mehr der Originalcast, sondern halt sein Großvater und sein ehemaliges bester Freund werden auch mit in die Jumanji-Welt reingezogen, und die Rollen in dem Fall werden auch neu verteilt. So kommt es nämlich, dass Opa Eddie jetzt nicht mehr Danny DeVito ist, sondern im Körper von Bravestone steckt, also von Dwayne The Rock Johnson. Und das ist das schon, ich hätte mich an einer Tour beäumeln können, wie Dwayne Johnson es schafft, sich da reinzustellen in die Rolle und gleichzeitig diese Bewegungsabläufe und diese Sachen von Danny DeVito reinkopiert. Ach du Himmelswille, und das muss man sich vorstellen, Dwayne The Rock Johnson, ein Mann wie ein Bär, und Danny DeVito ein Mann wie eine Weinbergschnecke. Absolut krass. Und das fand ich, schauspielerisch fand ich das absolut krass. Und der Film ist keine komplette Blödelkomödie oder nur auf Blödsinn aufgebaut, sondern er erzählt tatsächlich die Geschichte von Jumanji nochmal. Halt andere Level, andere Aufgabe, andere Quest, wie halt wirklich ein zweiter Teil von auch einem Videospiel. Und dass Karen Gillan wieder eine unfassbar gute Figur macht, muss ich, glaube ich, nicht sagen. Und ja, die kämpfen sich dann durch eben die Levels, treffen nach einer Zeit dann auch wieder auf Spencer und ja, müssen eben dann gemeinsam das Spiel Jumanji schlagen oder vielmehr zu Ende spielen mit ihren drei Leben und was weiß ich was alles. Es geht ganz arg viel um so ein Stück weit Buddy-Komödie. Es geht ganz arg viel um Beziehung auch. Es geht sehr gut adaptiert, wie ich finde, immer noch um Videospiele, wie sie halt wirklich sind. Ich erinnere da nur an die eine Szene mit der alten Flamme, wo ich auch sehr gelacht habe. Folge der alten Flamme. Das habe ich nicht verstanden. Machen wir es nochmal. Das habe ich immer noch nicht verstanden. Machen wir es nochmal. Das ist so gut. Einfach so, so richtig cool. Und schöne Effekte, schön gedreht. Und halt eine Harmonie zwischen Karen Gillan und Jack Black, den ich ja auch unfassbar mag. Also Jack Black ist so eine
richtig coole Socke. Der ist sich ja wirklich zu nichts zu schade. Und wie der das alles da teilweise dann auch wieder gespielt hat. Und ach, leck mich fett. Kevin Hart auch cool da drin. Also die harmonieren auch. Die vier Hauptcharaktere harmonieren. Und harmonieren auch mit den anderen, die dann dazukommen. Was ich ein bisschen schade fand, war den Oberbösewicht, den fand ich ein bisschen lame. Aber okay. Jürgen der Brutale. Rory McCann. Jürgen der Brutale. Ja, okay. aber ansonsten, ich fand es echt eine extrem runde Sache und eine richtig gute Unterhaltung und teilweise auch einfach Gags, die gezündet haben. Und da gehört dann auch die Special-Fähigkeit von Bravestone dazu. Und ich gucke jetzt so wie er so. Also, sehr cool gedreht. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Wie ging es dir da, Erik? Ja, Spaß ist wohl der richtige Ausdruck für den Film, weil ich meine, da darf man jetzt nicht viel Tiefgang erwarten. Das ist einfach wirklich, wirklich ein Popcorn-Film. So richtig mit richtig viel Spaß, mit netten Leuten. Also, im Gegensatz zu dem Jumanji-Brett aus dem ersten Teil ist das jetzt hier so eine Art Nintendo-Cartridge geworden. Oder so ein Nintendo-Spiel, was da gefunden wird und was da wieder reingetan wird. Und ja, dann, ich fand es auch echt gut, dass wirklich ein bisschen mehr aufgebohrt wurde. Die ganze Welt so ein bisschen Tomb Raider-artig, so mittlerweile fast geworden. Auch so total witzige Szenen drin, wenn da irgendjemand sagt: Ja, ich kenne mich hier aus, wir müssen da echt aufpassen. Hier da, wupp, zack. Und da waren so viele witzige Szenen drin. Fand jetzt nicht, wahrscheinlich fehlt auch so ein bisschen dieser Überraschungscharakter von dem ersten Teil, wo ich ja dachte, boah, Jumanji, ne, dieser alte Film mit Robin Williams hier und was machen die da jetzt draus und so, der war ja dann echt ganz sehr, sehr lustig und sehr überraschend gut und das fehlt natürlich jetzt hier ein bisschen, weil man kennt es ja schon irgendwie und man muss halt da ein bisschen aufbohren, wo ich mir aber echt gedacht hätte, also so ein so echt, in Anführungszeichen, echte Personen in so einem Spiel da leben zu lassen, die sie so ein bisschen augenzwinkern mit allem umgehen, ey, da könnte man so viele coole Sachen machen, wenn dann... Ja, haben sie ja. Also ich meine, wenn dann zum Beispiel mal Nintendo mal wieder vielleicht einen Film drehen möchte, ja, und irgendwie wird dann, was weiß ich, Prinzessin Peach angebackert von irgendjemandem oder irgend sowas, weißt du? So ein bisschen augenzwinkernd mit den eigenen Figuren umgehen, ja, denn hier war ja alles sehr stark erfunden, da waren ja keine echt lizenzierten irgendwie Figuren drin oder so, wo man sagt, okay, das kennt man aus dem und dem Spiel. Ja, also, das ist richtig, aber einfach, ich fand es einfach, wie gesagt, großartig. Und ich muss da wirklich auch, ich muss das nochmal sagen, wie Dwayne The Rock Johnson Danny DeVito nachgestellt hat. Also großartig. Ja, umgekehrt ja auch hier, der Dings, wie heißt er? Jetzt komme ich gerade nicht auf. Danny Glover. War das Danny? Nee, Kevin Hart. Kevin Hart, Danny Glover. Ja. Kevin Hart, genau, wie das so nachgestellt wurde, das war auch ziemlich cool. Das war auch super, ja. Aber trotzdem, wie gesagt, das ist also so geil einfach. Ja. Ah. Also kann man durchaus mal gucken. Der lief ja auch, war relativ lange in den Kinocharts drin, kann ich mich erinnern, wo wir dann auch immer gesagt haben, Mensch, ey, das läuft ja ganz gut. Und ja, kann man empfehlen, Jumanji, Welcome to the Jungle, Willkommen im Dschungel. Wenn ihr die Möglichkeit habt, das irgendwo zu gucken, dann guckt es ruhig mal an. Den vorhergehenden Teil sollte man nach Möglichkeit gesehen haben. Was aber auch eigentlich fast ein Muss ist, weil es ja lustig ist. Ja, aber nicht unbedingt zwingend. Also kann man gesehen haben, aber nicht zwingend. Stimmt, weil der beginnt ja eigentlich quasi wieder mit so einer Exposition, wo erklärt wird, was da gerade passiert. Aber es ist trotzdem hilfreich, wenn man so ein bisschen weiß, worum es da geht. Und ja. Von mir kriegt der Film 6 Punkte. So wenig? Ja. Wie weit bist du denn davon weg? Ewig, weil eigentlich wollte ich ihm sogar 7,5 geben. Ich gebe ihm 7,5, so, das hast du jetzt davon. Das trage ich gleich in eine, 7,5. Das ist der Karen Gillen Bonuspunkt. Okay. Dann der last but not least, der Film, den ich gesehen habe, ist Nightlife, vor dem ich erhebliche Bedenken hatte. Weil das sah so nach deutscher Klamauk-Komödie aus, was es auch an manchen Stellen war. ist von Simon Verhoeven gedreht, der Film.
der junge Mann hat nichts zu tun mit, was heißt junger Mann, der ist 72 geboren, der ist älter als ich, der hat nichts zu tun mit Paul Verhoeven, der Robocop gedreht hat zum Beispiel, oder Showgirls, sondern Michael Verhoeven ist tatsächlich der Sohn von Senta Berger und einem anderen Schauspieler, der auch Verhoeven heißt, kommt also aus illustrem Hause. Und der hat auch in seiner Vita schon solche Sachen stehen. Hier Willkommen bei den Hartmanns zum Beispiel, Männerherzen zum Beispiel. Also doch ganz gute deutsche Filmerfolge außerhalb des ganzen Til Schweiger-Universums, um es mal so zu sagen. Ja. Und hier in Nightlife spielt Elias Mbarek und Frederik Lau spielen die Hauptrollen. Paulina Ruzynski spielt die weibliche Hauptrolle. Und Frederik Lau und Elias Mbarek sind so Buddies seit Kindertagen und arbeiten zusammen als Barkeeper in so einer Berliner ziemlich hippe Bar, also keine Hipster-Bar, sondern so eine hippe Bar, wo immer echt viel los ist. Und es ist halt so, die sind halt immer im Nachtleben, ne? Und haben halt so eine WG zusammen und schleppen auch immer Mädels ab und dann irgendwie früh wachen sie dann irgendwo auf und gehen wieder zurück in ihre Wohnung und ja. Hauen sich dann halt erstmal aufs Ohr, pennen bis Nachmittag, um dann irgendwann wieder ins Nachtleben zu gehen. Und das Ganze verträgt sich natürlich nicht so recht mit irgendwelchen, in Anführungszeichen, normalen Beziehungen mit Frauen, die vielleicht auf Arbeit gehen oder vielleicht mit Kindern, die in den Kindergarten gebracht werden müssen oder sonst was. Deswegen. Das ist eine Einstellungssache. Und irgendwann haben halt beide mal so einen initialen Moment, wo sie dann halt irgendwie feststellen, Mensch, sind wir doch schon ein bisschen älter und vielleicht sollte man doch mal langsam irgendwie ein bisschen sesshaft werden und vielleicht mal mit Kindern und so, wäre vielleicht auch nicht verkehrt. Und da klappt es natürlich nicht, wenn wir immer im Nachtleben aktiv sind. Deswegen heißt der Film ja auch Nightlife. Und sie überlegen dann auch so ein bisschen so andere Pläne umzusetzen. Sie haben zum Beispiel die Möglichkeit, dass sie mal eine eigene Bar übernehmen könnten, wo dann der Gedanke ist, wenn ihnen die Bar gehört, müssen sie ja nicht immer bis zum Schluss arbeiten, wie das, was sie jetzt immer machen, bis zum Schluss arbeiten, dann noch sauber machen und alles, ne? Sondern die Inhaberin der Bar, wo sie arbeiten, die verkrümelt sich dann halt auch irgendwann und hat ihr normales Leben. Und ja, blöd nur, dass sie für die Bar ja erstmal Geld brauchen, für so eine Ablöse. Und das Geld haben sie nicht, das wollen sie sich bei der Bank holen. Und das ist ein bisschen schwierig. Ja, der Bankberater verspricht sein Bestes. Das ist übrigens eine sehr großartige Nebenrolle, der Typ, der Bankberater. Mit dem versuchen sie dann noch so ein bisschen zu connecten. Und der macht auch immer Spieleabende, wo dann auch mal jemand von denen hingeht zu dem Spieleabend. Das ist dann so ein Rollenspielabend und so. Das ist alles sehr, sehr cool gemacht. Und wenn Frederik Lau dann plötzlich, man kennt ihn ja so ein bisschen so als, ja, so der Art deutsche Bruce Willis, nenne ich es mal, so ein bisschen eher so bärbeißig und so. Und ja, er muss dann so auf so einen Spieleabend, wo dann alle Leute als irgendwie als Elfen und Magier verkleidet. Man kann sich schon vorstellen, wie er das so aufnimmt, das ganze Thema. Und auch als er sich dann selber verkleiden soll. Ne? Und na, jedenfalls. Lange Rede, kurzer Sinn. Elias Mbarek lernt dann mal, wie man es im Trailer vielleicht schon in Erinnerung hat, mal Paulina Ruzynski kennen. Und das ist so ein bisschen, also sie kommt zu ihm an die Bar und hat gerade sich von ihrem Freund getrennt gehabt, was man auch sieht, war eine ein bisschen üble Sache. Und bestellt sich da was zu trinken bei ihm und er merkt, dass sie schlecht drauf ist, versucht da ein Gespräch, aber es klappt nicht richtig. Und irgendwann sieht er sie dann auch mal wieder, das ist so ein bisschen schicksalshaft, so dass die beiden sich immer wieder treffen und die haben auch dann immer gerade, das eine Mal hat sie irgendwas und das andere Mal hat er irgendwas, das Gleiche und sie sehen sich dann, ich will mal nicht spoilern, was es ist. Und es ist so alles so ein bisschen so leicht schicksalshaft und dass sie sich immer wieder treffen und ja, dumm nur, dass sie dann auch irgendwie schon halb auf dem Sprung ist aus Berlin weg nach in die USA und er überredet sie dann nochmal wenigstens ein Date zu haben, mal essen zu gehen. Und parallel dazu gibt es auch noch sehr, sehr viele Verwicklungen, weil die wollen noch irgendwie das Geld beschaffen und Frederik Lau hat auch so ein paar illegale Ideen, wie man da an das Geld kommen könnte und da verzetteln die sich dann auch ein bisschen und das ist dann sehr irrwitzig, was da so passiert. Das ist also fast ein bisschen Screwball-mäßig, so sehr abgedreht. Insgesamt, ich will mir jetzt nicht zu viel verraten, wie das dann noch weitergeht und alles. Ich fand's
ebenso, nachdem ich die Kritiken gelesen habe, die nicht so gut waren, ich fand es eigentlich echt gut. Ich fand es auch sehr lustig. Und ich konnte mich da teilweise kaputt lachen. Es waren natürlich viele Szenen, die waren so ein bisschen oben drüber. Die waren so nicht ganz sauber geschrieben auch, wo man sagt, okay, ein bisschen besser hätte man das durchdenken können, wer wie in welcher Szene reagiert und so, wer was macht. Und aber insgesamt auch wegen des coolen Endes, was ich natürlich nicht verraten will, ich fand dann das Ende sowas von cool, wo ich dachte, boah, das ist ein cooles Ende. Deswegen fand ich es cool, weil ich dachte, das ist ein cooles Ende. weil gerade wenn man viele Filme gesehen hat, dann ist es doch immer so, ich weiß, wie das ausgeht. Alles klar, so geht's aus, denkst du dir dann. Und dann findet das genauso statt, denkst du, ja, habe ich gleich gewusst, ne? Und hier kommt dann was, wo du denkst, oh wow, das ist ja mal lustig. Und das war halt hier auch. Und gerade so auch mit diesem netten Ding dann so am Schluss, mit dem Ende. Ich fand es wirklich einen schönen Film, den man gucken kann. Das ist jetzt kein Fremdschämen-Ding. Hat zwar ein paar leichte Szenen, die so in die Richtung gehen, wo man denkt, so knapp vorbeigeschrammt. Und ein paar Szenen, wo man denkt, oh, das ist ja ganz schön überkandidelt gerade. Ansonsten sehr viel Musik, sehr viel Nachtleben auch. Gute Musik. Also nicht jetzt irgendwie so nur so Klingklang, wo man denkt, da hat jemand mal sein Keyboard rausgeholt, hat irgendeinen Rhythmus eingegeben, damit sie kein Geld ausgeben mussten für irgendwelche Musiklizenzen, sondern hier werden ordentliche, also echte Songs genommen und da auch ordentlich lizenziert dafür. Und man kann auch auf Spotify zum Beispiel, gibt es den Soundtrack von Nightlife, da kann man schon mal ein bisschen reinspickeln, was da so alles kommt. Okay. Fand ich echt gelungen, also eine bunte Bandbreite. Da wird auch heute von mir ein Musiktipp kommen. Deswegen gebe ich 7 Punkte tatsächlich Nightlife. Kann ich empfehlen. Okay. Würde ich dir auch mal empfehlen, zu gucken. Du läufst auf Sky. Da ist, kannst du ja gucken, ne? Ja, guck ich mal. Wird das eigentlich jetzt zusammengeschrieben oder? Ah, hier. Nee, doch zusammen. Okay. Habe ich es gerade auseinandergeschrieben hier in unserem Dokument. Ja. Und dann sind wir durch mit den Filmen für heute. Und schauen mal, was so Neues anläuft im Kino. Kinocharts und Neustarts. Hui, das war jetzt ein bisschen laut. Ich weiß nicht, ob es... Was? Das war gerade ein bisschen laut, ich weiß nicht. Das war jetzt laut. Ich guck mal die Top 5. Platz 5 in Stuttgart, Jean Seberg, Against All Enemies, mit der Frau Kristen Stewart hier, mit der Vampirin. Hatten wir in der Sneak. Den nächsten. Platz 4, Hello Again, ein Tag für immer. Hatten wir in der Sneak, hatten wir letzte Woche besprochen. Ah, den würde ich ja tatsächlich gerne sehen. Ja, dann du. Platz, was sind wir jetzt? 3. The New Mutants. Hatten wir nicht in der Sneak. Hatten wir nicht in der Sneak. Willst du den noch sehen? Nö, ich warte da, bis der zu Hause kommt. Ja, glaube ich auch. Platz 2, After Truth, immer noch. Mit Tessa, der Good Girl, und Hardin, den Bad Boy. Gibt es da vielleicht schon einen neuen Film? Das wird ja dann auch über auf unseren Tipp passen. Good or Bad? After Passion, After Truth, After Eight. Platz 1. Wer hätte das gedacht? Immer noch Tenet. Tatsächlich hier in Stuttgart. Und ja, den wir als Kinopodcast immer noch nicht gesehen haben. Ja, das ist ein bisschen peinlich, oder? Haben zu viel zu tun hier. So, und am 24.09. laufen folgende Filme an. Bill und Ted, Face the Music. Dritter Teil der kultigen Zeitreise-Filmreihe, in dem Bill, gespielt von Alex Winter, und Ted, gespielt von Keanu Reeves, mit ihrer Musik die Welt retten müssen. War doch eigentlich auch was für Good und Bad, oder? Oh, das wäre cool, wenn der kommt. Ey, da würd ich feiern. Das wäre ein Knaller. Dann Ups 2, Land in Sicht. Animationskomödie um eine bunte, chaotische Tierschar auf der Arche, die auf Land stößt. Ja, Ups 1 war ja auch schon ganz erfolgreich eigentlich, der Kinderfilm. Okay. Und so viel Kinderfilm-Konkurrenz gibt es ja gerade nicht, ne? Deswegen könnte es ja sogar fast sein, dass das ein bisschen erfolgreich wird, oder? Was meinst du? Keine Ahnung, bestimmt, ja. Wenn jetzt das Wetter auch ein bisschen schlechter wird, dann gehen die Leute wieder mehr ins Kino. Ach stimmt. Ja. Obwohl, vorher sind sie ja wegen der Klimaanlage ins Kino gegangen. Ist egal, Hauptsache Kino. Es läuft auch noch an, brave Mädchen tun das nicht. Das hatte ich ja getippt gehabt. Romantische Komödie mit Lucy Hale.
als verklemmte Dame, die sich in Sachen Sex Nachhilfe geben lässt. Dann haben wir, ich weiß gar nicht, den Kurzfilm lassen wir raus, oder? Weil X Confessions Night als Kurzfilm, da sieht man zwei sich Liebende auf dem Plakat. Also wenn ich da dabei wäre, wäre es wirklich ein Kurzfilm. Persisch Stunden, Drama um einen jungen Juden, der sich als Perser ausgibt, um im KZ zu überleben. Persisch Stunden. David Copperfield läuft. Wichtig, kenn, tippst du den jetzt noch, damit ich das morgen im Kino vorlesen muss? Persisch Stunden. Nee, Persisch. Ich glaube nicht, hat ja nichts mit Good or Bad zu tun. David Copperfield läuft noch an, den hatten wir auch schon in der Sneak. Starbesetzte Dramedy-Verfilmung des gleichnamigen Charles Dickens-Romans über die kuriose Lebensgeschichte des verwaisten David Copperfield. Sehr zu empfehlen. Future 3, Drama um einen jungen Mann iranischer Herkunft, der sich in einem Flüchtlingsheim mit Geschwistern anfreundet. Blackbird, ach nee, Pelikanblut, ein Familiendrama über eine aufopferungsvolle Mutter, die ungewöhnliche Wege geht und sich mehr und mehr in die Isolation begibt, um ihre kranke Adoptivtochter zu heilen. Mit Nina Hoss. Ja. Blackbird hast du gerade schon vorgenommen. Drama um Mutter Lily, die kurz vor ihrem nahestehenden Tod ihre ganze Familie für ein letztes gemeinsames Wochenende zusammentrommelt. Ui, also ich habe, ja, das mit Susan Sarandon, ne? Ja. Ich habe das so ein Gefühl. Okay. Sam Neill spielt auch mit. In Berlin wächst kein Orangenbaum. Regiedebüt des Four-Block-Stars Kida Kodoramadan. Da kommt der krebskranke Kriminelle Nabil nach 15 Jahren Haft frei und versucht sich in Wiedergutmachung. Hattest du eigentlich Four-Blocks gesehen? Nee, immer noch nicht. Oh. Okay. Der Kida Kodoramadan, das ist, der spielt ja quasi den Patriarchen da in Four-Blocks, ne? Also den. Und der spielt das so wahnsinnig gut. Und der, da gab es jetzt eine Werbung von Union Berlin, wo sie ihn dazu genommen haben, der dann so quasi durch Berlin läuft und sagt, ja, erst sieht so ein bisschen Four-Blocks-mäßig aus. Da sagt er so, ja, wir sind Familie und wir sind in Berlin und so. Und dann trifft er halt wirklich ganz verschiedene Nationalitäten, die alle zusammen auf irgendwelchen Bolzplätzen spielen und so, sagt, wir sind alle Familie und alle sind Familie. Und so fand ich sehr schön gemacht von Union Berlin da. Den Spot hatte mir, glaube ich, die Luise geschickt. Schöne Grüße. Ich weiß nicht, wie ich den teilen kann, weil das hat sie mir, glaube ich, irgendwo auf irgendeinem WhatsApp oder so, weiß ich. Vielleicht finden wir das irgendwo. Ich schau mal. Ja, ja. Ich möchte einen Film noch erwähnen, und zwar Space Dogs. Ist eine Doku, aber ich möchte ihn trotzdem erwähnen. Gab so eine Filmreihe, ne? Ja. Aber hier Doku über das erste Lebewesen, nämlich den russischen Straßenhund Laika, das lebendig in den Weltall geschickt wurde. Das ist doch was Cooles bestimmt. Die arme Laika. Ich wusste gar nicht, wie geschieht, hey. Wurde uns damals erzählt, dass die am dritten Tag oder so hätte sie dann vergiftetes Futter bekommen, damit sie da nicht leiden muss. Ne? Und wie man jetzt erfahren hat, war das gar nicht so. Super. Ja. Na toll. Tag gelaufen. Und sonst sind wir, ja, das waren eigentlich die Neustarts der Woche. Gibt's was Neues auf Disc oder auf Film nochmal. Einen, dann mach du den gleich mal, bevor ich das hab hier. Gott, ich habe es gerade weggeklickt, weil ich dachte, du machst das. Okay, Moment, 21. September, The Wave. Deine Realität ist nur ein Traum. Okay. The Wave. Okay. Habe ich noch nichts davon gehört. Okay, dann sind wir eigentlich durch mit den Filmen der Woche und was so Neues anläuft. Serienmäßig, ich weiß nicht, ich habe ein bisschen was geguckt, aber jetzt nichts, was ich hier besprechen müsste. Also die neue Folge Ted Lasso, hast du die auch schon gesehen? Nee, die habe ich noch nicht gesehen, muss ich noch gucken. Oh mein Gott, oh mein Gott. Es wird mir ja jetzt bei meinen neuen iPhone und iOS wird mir immer angezeigt, ne? Hier, guck mal noch, da ist neue Ted Lasso-Folge. Die haben ja unbedingt irgendwie anschauen. Die haben ja die Widgets irgendwie geändert, ne? Da wirst du jetzt direkt darauf hingewiesen, dass da noch was fehlt. Ja, unbedingt anschauen. Mach ich doch. The Boys, bist du da schon irgendwie aktuell? Nee, habe ich noch nicht angefangen. Hast du gar nicht angefangen? Oh Gott, das wäre ja. Ja, die neue Staffel noch nicht angefangen. Ich habe erst mal Dark geguckt, dann habe ich ein paar etliche Dokumentationen geschaut und. Eieiei. Jo, dann sind wir ja schon bei der beliebten Rätselecke, wenn ich das so richtig sehe, oder? Ja. Ja, jetzt muss ich nur noch den Jingle finden. Ach, hier ist er. Rätselecke.
So, hast du dir die Biografie von Steven Spielberg durchgearbeitet? Natürlich, ich habe die ganze Woche nichts anderes gemacht. Ich weiß jetzt alles. Das ist gut. Sag mal, ich kenne auch seinen mexikanischen Bruder, Stefano Spielberg. Nee, da heißt er bestimmt dann Schueco oder sowas, ne? Kennst du noch die Sendung Der große Preis mit Wim Tölke? Sagt dir das was? Ja, mit Wim und Wendelin, ja. Ja, klar. Da gab es immer so, da waren ja immer so drei Kandidaten. Sonnabend nach Tagen. Genau. Da gab es immer so drei Kandidaten und jeder hatte so sein Fachgebiet. Ne? Da war meistens einer irgendwas mit Musik, sowas wie Beatles oder Stones oder so. Und ich habe letztens mal auf YouTube da eine Folge geguckt, weil da gibt es manche, die haben das so alte VHS-Tapes irgendwie eingescannt. Und da habe ich mal so eine Folge aus nostalgischen Gründen geguckt. Da ist mir was aufgefallen. Und zwar, das, was damals so die Experten, in Anführungszeichen Experten, ja, da war gerade einer da, der irgendwie über Asterix Experte war. Die haben da Fragen gestellt bekommen. Ich meine, das war ja in den 80ern. Und da hattest du ja nicht das Internet. Ja. Das, was die damals als Expertenwissen hatten, ja, das hat heutzutage jeder, der ein bisschen sich in der Popkultur bewegt oder sowas, ja. Also, das ist, glaube ich, unglaublich, was auch durch das Internet noch an zusätzlichen Informationen irgendwie da ist und was man da sich aufsaugt, auch so ein unnützen Wissen. Das ist total krass irgendwie. Ja. Ja. Wenn das mal jemand in die Finger bekommt, da einfach mal auf YouTube mal so eine alte Folge gucken. Vielleicht irgendwo ein Experte ist über ein Thema, wo ihr euch gut auskennt. Und dann guckt euch das einfach mal an, was der in Anführungszeichen Experte da weiß. Denn das kann heutzutage fast jeder mit Allgemeinwissen irgendwie so beantworten teilweise. Okay, aber wir kommen ja zu dem neuen Filmrätsel, was schwieriger ist. Deswegen sagte ich ja, beim letzten Mal hattest du ja mit Steven Spielberg und mit der Namensgebung hier Indiana Jones und so, war ja die Frage. Ja. Meine Frage lautet einfach ganz einfach. Was machte Steven Spielberg im Jahr 2002? Außer Filme drehen. Oh Gott, meine erste Reaktion wäre jetzt wieder nicht jugendfrei gewesen. Er wird auch ein bisschen gebumst haben, schätze ich auch, aber nein, ich sag mal, es hat schon irgendwas. Im Jahr 2002. Hm? Wahrscheinlich machte er nichts, machte er Pause. Oder bereiste er die Welt? Nee. Okay. Hat es was mit ihm persönlich zu tun? Ja, klar. Ich überlege gerade 2002, welche Filme kamen von. Ist etwas, ja, aber. Boah, was macht er 2002? Er hat keine Pause vom Filmdrehen gemacht, ne? Hat er da eine Pause eingelegt? Ja, er hat schon eine Pause gemacht, ja. Aber da kam doch irgendein Film 2002, dachte ich. Ja, die sind aber vorher, die werden ja nicht da gedreht und sind dann gleich fertig. Ja, das ist wohl richtig. Okay, also er hat eine Pause eingelegt. Hat er es familiäre Gründe? Nein, das nicht. Okay, es hatte also nur was damit mit ihm zu tun. Ja, mit ihm. Okay, ich kann mich jetzt nicht dran erinnern, dass Steven Spielberg irgendwann mit einer Krankheit hatte. Nein, Krankheit nicht. Deswegen, ich rede vor mich hin. deswegen gehe ich mal davon aus, dass ich damit ich kann es ja mal so sagen, weil er 2000, er hat ja 2000, weil er 2002 das hatte, das hat sich natürlich dann noch ausgewirkt jetzt auf seine anderen Projekte. Die sind halt 2002, wenn du es schaust, der hat eigentlich fast in jedem Jahr einen Film gedreht. 98, 97, 98, 99, 2000, 2001, 2002 sind zwei rausgekommen. Minority Report und Catch Me If You Can. Aber die sind ja vorher gedreht worden. Ja? Also er hat in dem Jahr 2002 hat er nichts gemacht. Deswegen geht es erst im Jahr 2004 mit Terminal weiter. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass. Also, er hat quasi einen Bruch in der, Vita, sagen wir es so. Was hat er. Ja, aber ich glaube, dass irgendwas liegen geblieben ist, was er gerne gemacht hätte und dann sich dafür irgendwann mal die Zeit genommen hat. Ja, jetzt bist du auf einem sehr guten Weg. Also, das wäre jetzt das Logische, weil, wie gesagt, Krankheit wüsste ich jetzt nichts, deswegen. Okay, was
macht man, wenn man erfolgreich ist? Wenn man die ganze Zeit Filme dreht oder so? Hat er ein Instrument gelernt? Nein. Okay. Dann, er war nicht auf Reise, haben wir schon abgeklappert, kein Instrument. Aber er hat was für sich getan. Dann, keine Ahnung, ist er nochmal auf die Uni gegangen oder so? Ja, genau. Das ist schon die Lösung. also er hatte, er gehörte ja zu den Regisseuren, die schon frühzeitig sehr erfolgreich geworden sind. Und er hatte, als er an der Uni war, hat er damals den Film gedreht, Duell. Weiß nicht, ob du es kennst, mit dem LKW, der irgendwie die Leute verfolgt. Und hat dann relativ schnell einen Vertrag bekommen, einen damals sehr unüblichen, langjährigen Vertrag mit Universal, die ihn quasi, während er auf der Uni war, diesen Vertrag gegeben haben zur Filmproduktion. Und er ist dann quasi, hat dann sein Uni-Thema ruhen lassen und hat Filme gedreht und mal geguckt, wie lange es geht, ne, um dann eben später weiterzumachen. Ja, und dieses später weitermachen war halt zwischen 1968, wo er den Vertrag bekommen hat, bis 2002, wo er dann sagte, okay, jetzt ist eine gute Gelegenheit, jetzt habe ich nämlich dieses Jahr 2 Filme fertig gemacht, jetzt setze ich nächstes Jahr mal aus und hole meinen Uni-Abschluss nach. Und hat dann seinen Abschluss in Filmwissenschaft an der California State University nach 33 Jahren dann endlich nachgeholt. Als Abschlussarbeit reicht er übrigens Schindlers Liste ein. Ja, genau. Ja, kann man mal machen. Genau. Aber ja, was natürlich nicht schlecht ist, ne? Wenn du sagst, ja, das ist hier, schaut mal hier, das habe ich gemacht, ihr bewertet das mal, ist natürlich besser, sowas einzureichen als irgendwas Klamaukiges. Also, was so. Ja. Fand ich aber einen ganz netten Fakt da bei Steven Spielberg. Den vielleicht noch nicht jeder kennt. So. Deswegen, also da hat er, wie gesagt, hat er wirklich mal ein Jahr ausgesetzt mit Filmen machen. Deswegen geht es dann erst 2004 weiter. Und ja. Okay, dann bist du nächstes Mal dran, weil du es richtig hattest. Ich mach mal das Kreuzchen. Ja, das war ja total einfach hier. Ja, ich habe gehört, Kate ist nächstes Mal eventuell wieder dabei. Das heißt, da wird es dann auch ein bisschen kompetitiv hier. Ja. Und auf geht's zur Musik. Musik. Dann fange ich gleich mal an. Ich habe es ja vorhin schon mal erwähnt. Aus dem Film Nightlife, den Song von Haftbefehl. Der in dem Film läuft das in einer speziellen Version zusammen mit Materia. Das habe ich auf Spotify leider nicht gefunden. Aber dann machen wir halt die reine Version von Haftbefehl. Ich rolle mit meinem Besten. Das ist kein Schreibfehler. Mit meinem Besten. Mit meinem Besten. Ich rolle mit meinem Besten. Haftbefehl. Ich rolle mit meinem Besten. Fränen oder sowas. Ich habe aus dem Film Jumanji The Next Level mitgebracht. Snoop Dogg, Wiz Khalifa, Bruno Mars, Young, Wild and Free. Das ist aber absolut passend zu unserem Film heute. Bei Ad Astra gab es leider nicht so einen Song. Ja, da gab es halt. Wir möchten das aus Armageddon nehmen können. Leaving on a Jet Plane. Ah, oh, das ist auch schön, ja. So, dann bin ich ja mal gespannt, ob das morgen klappt mit der Sneak Preview, dass wir da wieder gehen können, auch. Was uns da so erwartet. Und bedanke mich wieder bei allen, die uns auf Patreon unterstützen, was ja zurzeit neben den anderen Sachen, die aber nicht so häufig genutzt werden, so die einzige Möglichkeit ist, was auch einige nutzen. Vielen Dank an alle, die uns da regelmäßig irgendwie einen kleinen Beitrag da in den Hut werfen, damit der Quatsch hier noch weitergehen kann. Und ja, wenn ihr uns unterstützen möchtet, es gibt auf kinocast.net oben links so eine Schaltfläche Danke für eure Unterstützung. Gibt es diverse Möglichkeiten, zum Beispiel Auphonic Guthaben zu spenden für die Nachbearbeitung der jeweiligen digitalen Folgen. PayPal direkt spenden, eben dieses erwähnte Patreon, Flatter ist auch noch drauf, stimmt ja, aber da, ich glaube, da geht nichts mehr. Man kann auch Bitcoin, wenn ihr irgendwie Bitcoin spekuliert habt und habt richtig viel übrig, dann gibt es auch eine Bitcoin-Adresse bei uns, die könnt ihr auch nutzen. Ja, vielen Dank an alle, die uns auch immer weiter teilen, die Folge verbreiten, wenn es eine neue Folge gibt, und vielen Dank, Chris, dir fürs Mitmachen. Dann sehr gerne. Weißt du, was wir vergessen haben? Entschuldigung. Was haben wir vergessen? Wir haben nicht über den Trailer von The Mandalorian gesprochen.
Ja. Über Staffel 2 Trailer. Angucken. Ja, fertig. Angucken. Unbedingt. Ja. Ansonsten sehr gerne, Erik. Immer wieder gerne. Wir haben so viele Themen heute. Dann ja. Bis eventuell morgen, Chris. Ansonsten bis nächstes Wochenende. Tschüss. Ciao, ciao. Bis bald im Kinocast.